Hallo! So, nächstes Video, nächstes wundervolles Produkt, eins meiner Lieblingsprodukte und zwar der wunderschönen Duftblume. Ja, vielleicht habt ihr es im Katalog schon entdeckt, auf Seite 43 ist es ganz genau. Da geht es einfach nur um unsere wunderschöne Duftblume. Das ist auch ein Produkt, kein Strom braucht. Es ist total wunderschön und auch ein ganz tolles Geschenk. Ich hole sie jetzt mal hier runter. Das ist tatsächlich eine, die ich selber momentan in Verwendung habe. Es ist eine Buttercup Belle, weil wir haben zwei verschiedene Blütenformen. Einmal diese abgerundete und aber auch eine zackige. Schaut mal, hier die Buttercup Belle. Ich schicke später noch Bilder rein. Einfach noch ein bisschen größer, dass ihr das seht. Ja, was macht unsere Duftblume so besonders? Es ist einfach eine ganz schöne Möglichkeit, kabellos Duft in euer Zuhause zu bringen und zwar wieder in kleine Räume. Ganz toll zum Beispiel im Badezimmer, im WC, im Gäste-WC, im Schlafzimmer vielleicht, im Ankleidezimmer, all überall, wo ihr sagt, da habe ich jetzt vielleicht keine gute Möglichkeit, eine Wachslampe, Duftlampe hinzustellen. Und im Grunde kennt ihr vielleicht diese Redstäbchen, Gläschen und das ist das gleiche Prinzip. Diese Duftblume ist aus Holz, ganz dünnes Holz, Solarholz nennt sich das. Und sobald ich das hier reinsetze, saugt die sich mit Öl voll und gibt es an den Raum ab. Und zwar bis die aufhört zu duften, sagt Sensi 60 Tage, also 2 Monate, aber sie duftet eigentlich auch wesentlich länger. Ja. Also sobald es hier leer ist, hat es auch nicht aufgehört zu duften, weil es ist noch in der Blüte drin. Und ich benutze das, das ist eigentlich mein Hauptgeschenk, wenn ich irgendwo eingeladen bin und ich weiß, die haben vielleicht noch keine von mir erhalten oder finden sie toll und hätten und ich weiß einfach, dass sie gerne wieder eine hätten, nehme ich das eigentlich mittlerweile viel lieber mit als einen Blumenstrauß, weil man einfach viel länger was davon hat und der Preis ist unschlagbar. Die kosten nämlich 22,75 Euro und das ist eigentlich günstiger als ein schöner Blumenstrauß, weil dafür gebe ich auf jeden Fall meistens mehr aus wie 20 Euro. Genau, und es gibt sie in ganz vielen wundervollen Düften und sie sieht einfach ganz toll aus, finde ich. Wie gesagt, hier die Buttercup Belle. Und kommt, tut das Ganze immer in so einen schönen kleinen Karton. Ist auch ganz toll zum Verpacken, wenn man es eben verschenken möchte. Und zusammengebaut ist das auch ganz flink und einfach. Genau, die Düfte, in welchen Düften es die gibt, das habt ihr hier auf der Katalogseite stehen. Das sind eigentlich hauptsächlich unsere Bestseller. Da hat man sich an die Bestseller orientiert, die eben auch am liebsten genommen werden. Genau, also eine wundervolle Sache, unsere schöne Duftblume. Man kann sie auch anmalen. Ich werde euch mal Bilder schicken. Und zwar, dann nehmt ihr bitte am liebsten alkoholbasierte Stifte. Kriegt ihr überall. Und dann malt man da gerade so ein bisschen die Spitzen an, bevor man die da reinsteckt. Und dann saugt die sich wundervoll mit diesem Öl auf. Und dann habt ihr so einen ganz tollen Farbverlauf. Da schicke ich euch Bilder. Das ist echt spannend. Und ihr könnt genauso dieses wunderschöne Gläschen hier auch bekleben. Mit zum Beispiel Strassstein oder irgendwas anderem. Da zeige ich euch auch Bilder. Also man kann das Ganze auch nochmal verschönern. Und ganz wichtig, ich habe noch nie ein Wäschen weggeschmissen. Weil wenn die Duftblume irgendwann aufgehört hat zu duften, nach, keine Ahnung, 2,5, 3 Monaten ist das meistens so, dann habt ihr beides, also ihr habt diese Blume und ihr habt das Glas, aber es ist kein Nachfüllprodukt. Wenn ihr es dann wieder wollt, kauft ihr euch gerne wieder eine neue. Aber die Wäschen kann man wundervoll benutzen, um zum Beispiel kleine Blumensträuße von Kindern reinzustecken oder auch selber. Ich mache da Pfingstrosen immer ganz gerne rein oder wenn Gäste kommen, kleine Blümchen auf den Tisch. Und diese Trockenblume hier, die trockne ich dann wieder und die verwende ich zum Dekorieren. Das ist ja auch immer eine schöne Möglichkeit, um da einfach nachhaltig das weiterzumachen. Wenn sowas hier passiert, wie bei der, wenn das zum Beispiel bricht, und das ist schon, wenn ihr es bekommt, ist da auch wieder die lebenslange Garantie da, auch bei diesen Produkten, dann dürftet ihr das, also wenn euch das stört und sagt, oh, da ist aber was kaputt, dann meldet ihr euch einfach, dann kriegt ihr eine neue. Ne? Also wenn das zwischendrin passiert, wahrscheinlich habe ich das selber verursacht, weil ich das auch als bei Partys dieses Modell schon dabei hatte, wahrscheinlich war ich selber, aber falls es so schon käme, dürft ihr euch gerne melden. Wenn ihr es angemalt habt oder so, erlischt die Garantie, ganz wichtig, weil dann habt ihr selber was verändert. Also das müsst ihr machen, wenn ihr euch sicher seid, dass sie so, wie sie ist, okay für euch ist. Genau, also eine ganz tolle Sache. Herrlich duftet es. Ich habe momentan eine bei mir im Ankleidezimmer stehen, weil ich da einfach ja keine Duftlampe die ganze Zeit anhaben möchte. Und es duftet dann einfach wundervoll bei uns im Ankleidezimmer. Genau, also bei Fragen meldet euch wieder sehr gerne. Und ja, dann machen wir weiter im Katalog.